Adrian, Quintessenz aus Wien, hört man, oder? Ja, Quintessenz, mal herzlich willkommen. Quintessenz ist ein Wiener Verein, der sich als Ziel gesetzt hat, die Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter. Wir sind unter anderem Mitveranstalter der Big Brother Awards. Wir haben uns sehr engagiert bei Data Retention, bei den Linux-Wochen in Österreich, Kryptographie. Und das Motto dieses CCC-Kongresses, A Private Investigation, könnte nicht besser auf unseren Vortrag passen. Wir haben wirklich Anfang des Jahres mit einer Private Investigation begonnen und werden jetzt ein bisschen einerseits über die Investigation berichten, andererseits über die technischen Hintergründe, die das betrifft. Wir halten das Ganze in Deutsch, wir können aber gerne auch auf Englisch Fragen beantworten. Es kommt einfach leichter über die Lippen drüber. Was wir hier zeigen wollen, ist erstens einmal Wireless Cameras, und zwar im Polizeieinsatz und was wir damit gemacht haben. Zweitens ein bisschen über den technischen Hintergrund, welches Equipment man für den Empfang von Wireless Cameras benötigt. Dann über Selbstverteidigung, über gegen diese vielen Kameras, die da in der Gegend sind, und ein bisschen ein Exkurs über IP-Cameras, Web-Cameras und was man damit anspielen kann, private Funküberwachung, was dazu gibt. Die Motivation, so wie wir begonnen haben, war an sich das, dass in Österreich es eine neue Gesetzgebung gibt, die es ermöglicht, der Polizei auf aufgezeichnete Videodaten zurückzugreifen, was sie vorher an sich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, im Vorhinein ohne Verdachtsfall Video und ohne gerichtlichen Befehl Video aufzuzeichnen. Es soll, das in den Medien wird es gepriesen, das neue Wundermittel der Polizei. Das Gesetz wurde mittlerweile erweitert, es ist der Polizei gestattet worden oder den ermittelnden Behörden auf private Videos in Ermittlungstätigkeit zuzugreifen. Da gibt es einige in Österreich verfassungsrechtliche Bedenken, gerne nachher im privaten Gespräch darüber, um was da genau geht. Das ist ein Project in Progress, wir sind immer noch am Werken. Wir haben sehr früh dieses Jahr schon das Proposal einreichen müssen. Da war der Projektfortschritt noch nicht ganz abschätzbar, aber wir haben trotzdem, also wir sind nicht mit allem fertig geworden, dafür entschuldige ich mich jetzt schon. Wir haben aber trotzdem, glaube ich, sehr hübsche Ansätze und ein paar nette Ideen, und wir werden dann hoffentlich noch im Laufe des Kongresses ein bisschen weiterkommen. Ich habe ein bisschen Bastelzeug mit und wir können uns später noch ein bisschen was anschauen. Und wir wurden halt Anfang Dezember von der und Ende November von der heißen Phase in Data Retention abgelenkt. Der Vortrag selbst fokussiert sich jetzt mal im ersten Teil ein bisschen dann auch auf die technischen Aspekte. Wir werden da jetzt, ja, zuerst mal die Einleitung und dann... Die Dame da links am Bild oder rechts am Bild ist die österreichische Innenministerin. Ich frage mich immer, ob alle Minister so, Innenminister so belämmert ausschauen müssen. Die Intelligenz kommt ja wahrlich aus dem Gesicht. Begonnen hat das Ganze mit einer Pressemitteilung, dass die Frau Innenministerin am Wiener Schwedenplatz, das ist ein Innenstadtplatz, wo die Nachtbusse unter anderem wegfahren, die Installation der Polizei-Videoüberwachung öffnen wird. Und wir sind am gleichen Abend hingefahren und haben sich mal das näher angeschaut. Nun mittlerweile, nachdem das so erfolgreich war in den Medien, oder behauptet wird, es so erfolgreich war, können wir auch darüber später reden, wird es geplant, in Hauptbahnhöfen in Österreich ebenfalls Videoüberwachung aufzeichnungsmäßig einzusetzen. Was wir links sehen, ist das Warnschild. Die Polizei ist verpflichtet, Warnschilder rund um die videoüberwachten Bereiche anzubringen. Das links ist das Warnschild, wie es für die Presse montiert worden ist. So ist es dann in der Realität, in etwa 2,5 Meter Höhe, 10 mal 15 Zentimeter groß.
Das sind Tatortfotos. Wir sind Private Investigator, klarerweise mit Handycams gemacht, deswegen die wunderbare Qualität. Auf der rechten Seite oben sieht man eine Funkkamera gesteuert und links sieht man diesen Private Investigator Bus der Polizei, der da mitten am Gehsteig direkt über einem Kanaldeckel, wo drunter ein Glasfaserkabel einer Firma, für die ich arbeite, geht. Also wird lustig, wenn wir mal dann Glasgebrechen mal haben, muss das Auto weg. Da steht mitten am Schwedenplatz, drinnen sitzen zwei, manchmal drei Beamtinnen und schauen sich gleich das, was sie gleichzeitig auf absoluter Spitzentechnik aufzeichnen, nämlich auf Videorekorder, anno dazu mal, 8 Jahre ungefähr alt, mit gebrauchten Videobändern, worum steht, ich weiß nicht, Einsatz in Manhattan und das ist dann runtergerissen worden oder sowas. Auf alle Fälle auf analoger Technik wird das aufgezeichnet. Man beachte auf der rechten Seite dieses kleine Funkantennchen, was da auf dem Masten montiert ist. Das hat uns gleich mal zum Gedanken gebracht, na, vielleicht ist da mal Wireless LAN im Spiel. Falsch gedacht, das Ganze geht komplett analog von sich. Analog. Wir waren sehr überrascht. Ich meine, in den Medien hieß es ein bisschen so, ja, 2,5 GHz und so. Haben wir gedacht, werden wir gleich mit dem WLAN-Equipment anreisen und uns das anschauen. Aber eben, wir waren total überrascht, alles noch analog. Und das hat uns dazu gebracht, uns ein bisschen mehr mit Analog-Videokameras und Übertragungen zu beschäftigen. Es gibt ja in der Zwischenzeit in Supermärkten, Baumärkten, all dies, was auch immer, bei Aktionen, jede Menge dieser Babyphones oder dieser Video-DVD-Funkverlängerungsstrecken. Die arbeiten halt alle in diesem 2,4 GHz Band, das sowieso schon viel zu overcrowded ist und wo eh schon viel zu viel los ist. Und es gibt aber eben andere Frequenzbänder, die gerne benutzt werden, und wir haben jetzt hier mal die meistverwendetsten Bänder für Videoübertragungen, abgesehen jetzt von dem normalen terrestrischen Fernsehen, aufgelistet. ATV, das ist das Amateur-TV, Amateur-TV, also von den Funkamateurleuten, die dürfen auch ihr selber Videoübertragungen machen. Fernsehen produzieren. Aber natürlich, wie das für Funkamateure üblich ist, man darf über nur belangloses Zeug reden. Standort, technische Daten und so. Man darf ja nichts, was irgendwie von Nutzen sein könnte, irgendwie. Sonst verliert man ja seine Lizenz. Wir haben... Wobei, ganz kurz, Funkamateure, sei Dank, da haben uns viel dabei geholfen, klarerweise. Das stimmt, ohne das denen wäre es nicht gegangen. Also da geht es Analogtechnik halt, also das ist halt Amateurtechnik. Ja. Die Frequenzzuteilungen oder sind ein ziemliches Fleckerlteppich überall, und es gibt überall Mehrfachzuweisungen. Es gibt halt... verschiedene Frequenzen, da gibt es dann so einen Hauptbenutzer und mehr Nebenbenutzer und so weiter. Und zum Beispiel im 2,3 GHz Band gibt es eben ein paar Kanäle, ein Frequenzband, das ist reserviert unter anderem auch für die Law Enforcement Agencies. Das ist dann natürlich besonders interessant. Auf den anderen Bändern findet man allerhand Privates, Funkamateur. Das Einzige, was wir noch nicht ausgetestet haben, sind die 5,8 GHz. Wir haben es in dem Bereich, gibt's, der Marktdruck ist groß. Wenn man sich diese Babyphones aufmacht zum Beispiel, wird man feststellen, dass es vielleicht drei große Chip-Produzenten oder Modulproduzenten für diese Übertragungsmodule gibt. Man greift auf bewährte Standards zurück. Man hat in den höheren Frequenzbereichen mit einer sogenannten FM-Modulation zu tun, FM-TV-Modulation. Die Hersteller sind schon drauf gekommen, dass man das mitunter gerne irgendetwas angeschaut wird, was nicht für einen bestimmt ist, und dann wird allerhand analog getrickst, um einem den Empfang zu erschweren. Das läuft dann unter dem Motto
Verschlüsselung. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil es ist in Wahrheit nur eine Verschleierung. Also wir haben hier, ich habe hier ein Bild eines normalen TV-Signals. Das ist eine einzige Zeile. Die zwei Peaks unten, das sind die horizontale Synchronisation. Und dazwischen ist halt die Helligkeitswerte. Und die Fernseher und die Empfangsgeräte sind halt sehr darauf angewiesen, dass sie diese Synchronisationsimpulse richtig erwischen. Und da wird auch am liebsten getrickst. Das ist aber genauso wie, also ich habe hier Methoden aufgeschrieben, da wird dann, das wird verschleiert, invertiert das Signal, die Höhe der Synchronisationsimpulse wird verändert. Das ist dann aber auch der Bereich, den wir schon kennen von den Kopierschutzdingern, wie wir sie auf DVDs oder VHS-Videokassetten gefunden haben. Das ist fast dasselbe Prinzip. Das heißt, das, was früher als Kopierschutzentferner verkauft worden ist, ich glaube, das darf ja jetzt nicht mehr verkauft werden. Gesetzesamt dran. Ja, das habe ich gelesen. Also in Deutschland soll es ja ganz schlimm sein, dass diese jetzt nur noch so Copy Enhancer oder Videoverstärker. Also wir dürfen noch. Ja. Wir dürfen noch Kopierschutz entfernen. Und genau. Diese Geräte haben sich als sehr hilfreich erwiesen. Also ich glaube, auf eBay bekommt man sie, wenn man da eben unter diesen Stichworten sucht, bekommt man sie zum Teil ganz billig. Diese Geräte leisten wunderbare Arbeit. Wir haben, wenn man dann schon mal, wie kommt man jetzt aber zu dem Videosignal? Das ist jetzt natürlich dann die Frage. Welche Methoden gibt es, das zu empfangen? Also zum Beispiel die österreichische Polizei verwendet höchstwahrscheinlich, das ist jetzt der Best Guess, den wir haben, Equipment von QTV. Wir hätten direkt beim QTV-Shop uns einen entsprechenden Empfänger kaufen können, der direkt dort dazu passt und gleich die richtige Invertierung. Und Fernsteuerung auch, wir hätten auch schwenken können nachher dann. Kostet bis zu 900 Euro, ist etwas teuer. War uns der Sache nicht wert. Ist, ja. Jetzt gibt es aber, wir haben vorher schon im Frequenzband gesehen, die Amateur-TV-Leute sind ja auch in dem Frequenzband, beziehungsweise in benachbarten Frequenzbändern. Die verkaufen natürlich in ihren Shops auch Bausätze, beziehungsweise direkt Module für die entsprechenden Bänder. Also hier 13 cm, das ist das 2,3 Gigahertz Band, 23 cm ist das 1,4 Gigahertz Band. Diese Module sind auch noch relativ teuer. Es muss also irgendwie noch billiger gehen oder noch universeller vielleicht. Diese Empfänger sind ja nur dann wieder für einen sehr eng begrenzten Bereich. Da gibt es dieses tolle Gerät von ICOM, ein Videoscanner. An sich ein sehr hübsches Ding, sehr klein allerdings und sehr batteriefressend. Wer ist nicht, ist das illegal? Die Inbetriebnahme ist, glaube ich, illegal. Also wir lassen es abgedreht. Das Foto ist hier von der Webseite von ICOM, also wir haben es nicht eingeschaltet. Ein wunderbares Ding, also man geht von 500 Kilohertz bis über 2,4 Gigahertz nonstop den ganzen Range. Audio, Video, kann man alles empfangen. Kostet etwa 500 Euro, gebraucht bekommt man es bei eBay so um etwa 300 Euro. Und da fängt dann auch schon, da ist dann schon die erste Falle, es gibt mehrere Versionen von dem Gerät. Man sollte tunlichst darauf achten, dass man ein PAL-Gerät erwischt. Außer man ist bei George Bush Ström, dann empfiehlt sich ja NTSC. Aber wenn man hier ist, PAL ist das Ding des Wunsches. Wir haben halt leider hier ein NTSC-Gerät. es ist ein ziemlicher Batteriefresser. Und also es empfiehlt sich gleich ein Netzteil dazu zu kaufen oder gleich die Lithium-Ionen-Akkus. 72 Ampere-Stunden im Auto. Es ist ein
Es hat ein paar Nachteile sind noch, es hat keine Tastatureingabe und es wird ab 2 GHz nimmt die Empfindlichkeit drastisch ab. Also wir hätten uns gewünscht, dass ICOM vielleicht so das als Standgerät rausbringt oder irgendwie in einer etwas größeren Version, die etwas mehr kann und diese Fehler beseitigt. Und natürlich diese Antenne, das ist halt so eine Standard-UHF-Antenne, die können wir in den hohen Frequenzen ist ja auch etwas ungeeignet. Glücklicherweise gibt es einen BNC-Anschluss und damit kann man dann schon seine eigenen Antennen anschließen. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Wir haben uns gedacht, es muss eigentlich noch billiger gehen. Und besser. Und besser. Und es geht noch billiger. Billiger und besser. Und zwar sind es bei der Satellitentechnik. Also die erste Sache, es hat früher mal so Arabsat Satelliten gegeben, die auf 4 GHz herumgesendet haben. Dafür gibt es noch sehr selten gebrauchtes Equipment, Empfangsequipment. Wir haben es nach einer gewissen Suche, haben wir das aufgegeben. Aber normales, sprich Astra-Equipment geht auch. Und zwar Astra-Analog-Equipment. Und zwar sendet Astra auf einer Frequenz so um die 11 GHz herum. Und das wird auf diesen LMB, das ist das Ding, was vom Spiegel montiert ist, umgesetzt auf eine Zwischenfrequenz, die ja zwischen 1 und 2 GHz ist. Und das empfängt nachher dieses Kästchen, was man im Wohnzimmer stehen hat. Der Standard-Sat-Receiver, also das, was normalerweise analog alles Technik, die sich in 3-4 Jahren erübrigt haben wird, rumsteht, geht von 950 MHz bis 2,1 GHz. Aber es gibt Ausnahmen. Dazu kommen wir, glaube ich, später nachher dann. Die SAT-Anlage, ja, wie gesagt, hinten gibt es einen Antennenanschluss mit einem sogenannten F-Stecker. Da muss man seine Antenne anschließen. Dafür braucht man Umsetzer, die vielleicht dann mehr kosten werden als der ganze Receiver und auch schwieriger aufzutreiben sind. Ein Problem gibt es noch. Es gibt aus dem Antennenkabel hinaus wird eine Schaltspannung geschickt und da reagieren einige Antennen darauf empfindlich. Das heißt, muss man entweder einen Receiver haben, wo man diese Schaltspannung abschalten kann, die horizontal, vertikal umschaltet, oder es gibt einen sogenannten DC-Blocker. Das Ding kostet auch mehr als der Receiver, den kann man auch dazwischen einschalten. Die besseren Receiver haben höhere Frequenzen und auch tiefere Frequenzen. Danach zu suchen ist eine Aufgabe, die Googles und eBays Archivsuche sprengt, weil man schreibt normalerweise nicht, wenn man ein Ding verkauft, das 10 Euro kostet, hinein das technische Datenblatt. Aber es gibt solche Dinge. Und zwar, es gibt Receiver, die gehen hinauf bis 2742 GHz und von unten weg von 700 GHz sind bei eBay zu bekommen, neu original verpackt um 15 Euro, gebraucht ab 1,50 Euro aufwärts. Das heißt, das Porto wird mehr kosten. Wie gesagt, solche Dinge sind auftreibbar. Telestar ist eine Firma, die es herstellt. Technisat ist eine zweite Firma. Da gibt es wirklich, da muss man nachher dann auf den Webseiten auf die Datenblätter gehen. Da gibt es Receiver, die fast ident ausschauen, aber nur bis 2,1 gehen und nicht bis 2,7 gehen. Das heißt, 700 Megahertz ist ungefähr die V-Band, also so UHF, oberes UHF-Band. Den Receiver, den wir da ergattert haben, der kann man noch auf 12 Volt umbauen, was den Vorteil hat, es betreibt sich bequem im Auto. Unser Receiver hat noch die Möglichkeit gehabt, sind wir, nachdem das im Manual nicht beschrieben war und wir sich einen teuren DC-Blocker gekauft haben, auch diese Speisespannung abzuschalten, hat uns nachher sehr gefreut. Und was wir noch drauf gekommen sind, man soll sich nicht darauf verlassen, was diese Dinger dann anzeigen auf der Zwischenfrequenz. Wir haben das mit Testsendern ausprobiert, das stimmt nicht unbedingt, was da oben steht. Also nicht glauben, wenn der 1,23 GHz oben steht, dass da wirklich 1,23 GHz empfangen wird. Hat aber spielt für den Fun spielt es keine Rolle, man findet sowieso die Sender. Dazu wird angeschlossen, anstelle dieses LMBs, der normalerweise vor der Satellitenschüssel hängt, eine Antenne. So, wie komme ich jetzt zu einer Antenne für diese speziellen Bänder? Jetzt ist mal so sehr praktisch, also ja, Mikrowellen. Wir kennen viele von uns benutzen bereits ein Mikrowellenband, das sehr knapp daneben liegt, neben diesen zum Beispiel 2,3 GHz.
Das wären die 2,4. Früher habe ich auch Antennen selber gebaut, aber es zahlt sich, glaube ich, einfach wirklich nicht mehr aus, wenn man da sehr brauchbare und billige Antennen zum Beispiel aus Polen bekommt. Wir sehen da rechts oben so eine Yagi-Antenne, die ist halt jetzt schon hier wetterfest verpackt. Für die exotisch, diese Antennen haben natürlich ihren Hauptpeak bei 2,4 GHz, aber bei 2,3 GHz gehen sie noch ausreichend gut, das ist nah genug. Wir haben aber eh auch gesehen, im ersten Stock hier im Kongresscenter gibt es eh jede Menge Antennenbauer, lohnt sich vielleicht auch vorbeizuschauen, gibt es sehr interessante Konstruktionen, eine davon, die sehr gerne selbst gebaut wird, weil sie sehr einfach ist. Das sieht man da etwas weiter unten, das ist die B-Quad. Man Kupferrohr besorgen, die Kantenlänge von diesem Quadrat ist irgendwie Lambda Viertel und das Ganze wird Lambda Achtel entfernt vom Reflektor montiert. Also das ist sehr einfach auszurechnen und sehr einfach für jedes Band herzustellen. Diese Antennen, also da, zum Beispiel diese Yagi hat einen Öffnungswinkel von etwa 30 Grad, das ist so irgendwie ein sehr guter Kompromiss, wenn man nur so mit der Hand zielt. Es gibt ja viel stärker gerichtete Antennen mit stärkerem Verstärkungsfaktor, aber da muss man schon wieder sehr genau zielen. Also mit einer Antenne, die nur wenige Grad Öffnungswinkel hat, wird man nicht so gut zielen können, wenn man nur so beim Vorbeifahren ist. Für das Aufsuchen eignen sich dann natürlich die omnidirektionalen Antennen, also das, was hinlänglich auf der Stabantenne bezeichnet wird. Die haben halt ein 360-Grad-Spektrum. Also, wie gesagt, oben vorbeischauen, ansonsten Antennen besorgen. Es kann sein, dass die Umstecker und dann eventuell mehr kosten als die Antenne oder als der Receiver, da muss man aufpassen. Am besten, man geht dann halt zu einem TV Ausbauen. Oder SAT oder Amateur-TV. Klöten auch. Löten geht Lizenz auch. Zum Löten geht auch. Also. Die meisten Software-Leute sehen das als viel zu gefährlich an, aber es ist einen Versuch wert. Also. Auf eins muss man aufpassen, das hätte ich jetzt fast vergessen. Funkwellen haben eine Polarität, also darauf muss man aufpassen. Zum Beispiel die Yagi ist sehr stark polarisiert, muss man dann natürlich schauen, horizontal, vertikal, aber meistens. Dreht die Antenne um 90 Grad, je nachdem. Dreht die Antenne, zwei Versuche. Genau. Wenn man etwas weiter weg ist, stärkere Antennen nehmen, auf irgendein Stativ drauf montieren. Kann man dann auch wieder super. Wenn man das Auto unter der Polizeikammer parkt, dann gibt man alle Antennen hinunter, weil sonst kriegt man überhaupt kein Bild hinein, sondern fährt nur mit einem Stummel aus dem Empfänger. Also, ja, sonst ist es übersteuert. Sonst ist es übersteuert. Haben wir gehört. Haben wir gehört. Also wie könnte jetzt so ein Car-Setup ausschauen? Also man nehme jetzt mal ein 230 Volt Inverter, man nehme sich ein Bildschirm, das kann beliebiger Fernseher sein. Ein Videorekorder ist ganz angenehm. Den ominösen Copy Enhancer, den man sich irgendwo aus dem Ausland besorgt. Den Receiver oder mehrere Receiver, wenn man es testen möchte. Und halt dann Antennen. Positiv hat sich noch bewährt ein Notebook mit Wireless LAN und offene Access Points, halt, dass man halt auch nur googeln kann, wenn man was braucht. Ja, und das Unterrum sollte ein größeres Auto sein. Chrysler Voyager macht Spaß, es ist bequemer, weil da hat man ganz schön viel drinnen. Ja, es wurde uns erzählt, dass man sich mehrere Tage dann am Schwedenplatz aufgehalten hat und sich dann so Videos aufgezeichnet hat und geschaut, eigentlich, was machen die eigentlich dort und was tun die dort. Uns ist mal aufgefallen dort, dass natürlich die Drogendealer weg waren oder nicht mehr so präsent waren wie sie oder die mutmaßlichen Drogendealer, muss man sehr korrekt sagen. Nein, wieso? Ich sehe da auf dem Bild 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mutmaßliche Drogendealer. Ja, die Geschichte ist die, wenn ich auf einem Platz, der ungefähr eine Ausdehnung von 400 Meter hat, einen Polizeibus mit 3 Wachebeamten hinstelle, dann brauche ich keine Videokamera dazu, dass da nichts mehr passiert.
Wo wir sie gesehen haben, war genau drunter, nämlich dort, wo die Kamera nicht den Schwenkbereich hat. Bild noch in Erinnerung, die war so montiert auf seiner Lichtmasten, hinunter hat die nie schauen können. Was uns aber aufgefallen ist, die hat nach oben schauen können. Und da muss es also fliegende Drogenhändler geben, so im dritten Stock vorbei, ganz besonders in der Nacht bei beleuchteten Fenstern, das haben wir gesehen, da von einem Fenster zum nächsten Fenster ganz dicht ranzoomen, so was sich hinter den Gardinen abspielt. An dem Tag ist leider unser Videokarrekord nicht gegangen. Wir hätten es gern gehabt, aber man hat Glück. Bei einer Fernsehdiskussion vor 2 Wochen treffe ich einen leitenden Beamten ins Innenministerium und frage mal so nebenbei, nicht in der Sendung live, es wäre ein bisschen zu kritisch gewesen, frage ich darauf, was die machen, ob da eigentlich das nicht ein bisschen komisch ist, dass da öfters in Fenster hineingezoomt wird und die Kamera so hochgeschwenkt ist und dritter, vierter Stock, die Kamera ist so in Höhe von 5 Meter. Sagt er darauf, ja, das ist ihm bekannt. Er hat gesagt, er hat sich die Beamten schon zur Brust genommen. Aber sie haben jetzt eine neue Technik, wo es nicht mehr notwendig ist, die Beamten auf dem Schwedenplatz, also vor Ort, zu stationieren, sondern dann im Zuge der Technik dann mehrere Kameras digital zusammengefasst werden auf einen zentralen Ort und dann die Beamten dann mehr zu überwachen haben und dann sich nicht auf dumme Gedanken kommen. Also so weit zu dem, was das Privatvergnügen. Wir haben sich auch überlegt, ehrlich gesagt, auch anderes Material einzuspielen, aber es hat zu dem Zeitpunkt, gleichzeitig war die Data Retention Campaign und die hat uns mehr Aufmerksamkeit erfordert, als wir sich für diese Sachen da dann wirklich Zeit genommen haben. Im Nachhinein tut uns eh leid, weil die haben das inzwischen, wie gesagt, umgebaut. Ja, das war so die Erfahrung, was wir mit der Polizeikamera dort haben. Alles Nähere dann dazu, wir kommen zu anderen Themen. Monty Python, now something complete different. Bitte. Ja, und zwar, der Vortrag wäre nicht komplett, wenn man sich mal auch anschaut, IP-Kameras oder Digitalkameras sind jetzt stark im Kommen. Ist ja natürlich sehr praktisch, wenn man das bestehende LAN ja einfach mitbenutzen kann. Teilweise werden ja dann auch die Bilder gewollt oder ungewollt weiter aus dem LAN herausgetragen. Selbst wenn die Netze separiert sind, ist das halt, also wenn das ein komplett eigenes Überwachungsnetz ist, dann führen ja die Netzwerkkabeln ja immer meistens so raus aus dem Gebäude ein bisschen und dann in die Kamera wieder rein oder führen halt irgendwo an irgendwelche Peripherien. Wenn man sich dort dazu hängen könnte, so unsere Überlegungen, könnte man endlich das machen, was man in den ganzen Hollywood-Movies sieht. Dass man falsche Videobilder einspielt. Wie könnte das funktionieren? Das Ganze natürlich auf altbekannten Unzulänglichkeiten im Ethernet zum Beispiel. Also meisten werden ja wahrscheinlich EtherCAT kennen. Ich habe es da falsch geschrieben. ARP und Max Spoofing. Ich könnte mir also jetzt einfach den Videostream, der ja ungesichert übertragen wird, meistens sind das ja so diese JPEG-Push-Geschichten, umleiten aufs Notebook und dann falsche oder andere Bilder in diesen TCP-Stream an den Beobachter senden. Wir haben uns überlegt, ein EtherCAT-Plugin wäre dann nicht schlecht, wenn wir so etwas entwickeln. Vielleicht kommen wir noch dazu, dann werden wir das natürlich veröffentlichen. Aber es ist tatsächlich dann so, wie in den ganzen billigen Serien oder so, man hängt sich irgendwo dazu und dann leitet man die Kameras um oder macht irgendwelche Loops oder sonstige Sachen. Aber wie wir vorher schon erwähnt haben, IP-Kameras scheren ja oft Infrastruktur mit anderen, mit dem Gesamtnetz. Das wird ja gerne immer als Feature verkauft, dass man dann nur noch ein Netz für alles hat, mit Konsequenzen. Das ist, glaube ich, eh bekannt. Diese Search-Hacks nach Webcam-Strings im Internet über Google haben sich auch angenommen. Das war ein zweites Projekt. Da gibt es eine Webseite,
die heißt FarmCom, brennt offensichtlich nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir heute in der Früh abgereist sind. Die Webseite, die wir da gemacht haben, die sucht halt und stellt das in einen schönen dynamischen Zusammenhang dar. Wobei mir es eher nicht darum geht, jetzt da noch so eine Web-Search-Cam-Seite im Internet zu haben, sondern wir haben sich da eher Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet, wenn man zwar auf einem Arbeitsplatz sitzt, so ich weiß nicht, man ist Radioreporter und wie sie mir irgendwo, weiß nicht, am Hinterkopf kratzen und kann das nicht, das juckt schrecklich da hinten am verlängerten Rücken, weil da 200 Leute zuschauen auf der Webseite von der Radio-Webseite und oder Sekretärin, die sitzt irgendwo in Buenos Aires im Office und der Chef hat da so eine Videokamera hingepflanzt und die kann sich in Wirklichkeit nicht wehren. Es ist wirklich ein Problem, dass also, wenn ich mir das zu Hause hinstelle, kann es auch Implikationen geben, aber so im Arbeitsbereich ist es Pest. Ja, es ist echt eine Pest. Aber wie gesagt, ist nicht unser Schwerpunktthema heute. Es gibt eine Webseite, FarmCom, hinten gibt es nachher dann die Linkliste und die steht auch nachher dann im Web drin, wo man sich anschauen kann. Wir kategorisieren dort die Webcams auch automatisch mit Länder und so weiter. Und da bin ich eben zum Beispiel drauf gekommen, die Wirtschaftsuni hat auf dem Dach schwenkbare Kameras installiert, ich weiß nicht, zum Spaß oder so. Und da kann ich quer über einen Donaukanal auf mein Haus zuzoomen. Ja, also es ist eine Problematik, die auch, es nehmen sich auch in dem Bereich verschiedene Medien an. Was ich das Problem dabei sehe, dass wir an sich unsere Privacy da stückchenweise weitergeben, weggeben, ja, und dass wir gar nicht mehr mitbekommen, wie überwacht wir an sich sind, egal ob das jetzt die die Polizei oder die dosierten Behörden sind oder ob das mein Nachbar ist oder wir kommen gar nicht mehr drauf mit. Ich habe hier mal zu diesem Mythos, also oft wird einfach die Überwachungskamera komplett reflektionslos eingesetzt. Man hat dieses tolle magische Ding, das man einsetzt und das einen dann plötzlich die Crime vertreibt. Also, und man macht sich einfach überhaupt keine Gedanken darüber. Einerseits über die Implikationen, andererseits auch über Sinn und Zweck. Also zum Beispiel rechts sieht man ein Bild, das wurde in einer mir bekannten Organisation aufgenommen. Da hat sich jemand am Beamer-Verleihsystem bedient, weil das System schlecht ist, sondern weil der Administrator die Mastercard hat liegen lassen neben dem Gerät. Und hinterher waren, ja, wir haben ja Kameraaufnahmen und was ist übrig geblieben? Der Mensch hat hier eine Kappe getragen und es bleiben übrig irgendwie 20 Pixel von der linken Wange und von der Nase. 4 Pixel von der Nase. Komplett daneben. Also es ist, oft wird einfach nur irgendwas hingepflanzt und dann einfach um das Wohlbefinden zu steigern. Links sehen wir das, das ist durchs Internet gegeistert, das berühmte Bild, das aufgenommen worden ist im Juni dieses Jahres in London. Offensichtlich hat es nicht funktioniert. Also, tragische Geschichte. Noch viel tragischer ist, dass die Engländer nicht aufkommen, dass vielleicht die Überwachung nicht so zielführend ist oder nur Teil eines Konzepts sein kann oder einfach nicht das gebracht hat, was man sich erhofft hat, sondern ihre Schlussfolgerung ist, sie haben einfach nur noch nicht genügend Kameras. London ist ja die stärkst überwachte City. Es gibt eine Kriminalstatistik in Österreich, nennt sich Kriminalbericht 2004, 800 Seiten Datenwüste. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so viele Zahlen auf eine Seite und geschweige denn auf 800 Seiten schreiben kann. Da gibt, wenn man sich das durchliest, was ich nicht gemacht habe, dafür gibt es Leute wie Journalisten, die kommen dann drauf, dass die stärkste Zuwachsrate bei Verbrechen, nämlich 34% von 2003 auf 2004, genau in dem Bereich stattgefunden hat, wo die stärkste Überwachung stattfindet, nämlich in Banken. 34% Zuwachsrate beim Bankraub. Also hat offensichtlich nichts gewirkt. Das bringt uns natürlich zu der Frage Self-Defense. Ich habe mal ein paar spaßige, non-destruktive Methoden aufgeschrieben.
Was wir hier rechts am Bild sehen, das ist ein Bild, das wir aufgenommen haben bei der Softwarepatente-Demo in Wien. Wir hatten so lustige Luftballons und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, wir nehmen zwei Luftballons, binden sie an einem Schnürchen unten zusammen, geben sie etwa so 2 Meter auseinander, 1,5 Meter und lassen sie halt unter einer Leitung oder unter einer Kamera zum Beispiel, wäre in unserem Fall praktisch, aufsteigen. Und das verfängt sich dann oben und bleibt hängen. Man kann dann natürlich mit dem Ding gleich weitere Sichtschutz hinauf transportieren. Man kann sich auch irgendeine Schulklasse organisieren mit Luftballons, die dann halt Stadttour macht. War mein Vorschlag in diesen Räumlichkeiten, hat sich, glaube ich, erübrigt. Was auch interessant ist, es gab in Athen letztes Jahr im Herbst Demonstrationen, als die Athener nämlich draufgekommen sind, dass das ganze teure Überwachungsequipment, das für die Olympiade installiert worden ist, dann doch nicht abmontiert wird. Gab es zum Beispiel eben Demonstrationszüge, die haben dann nasse alte Fetzen oder Plastiktüten über die Kameras einfach drüber gehängt. Wenn sie nicht hoch genug sind, geht das ja natürlich recht einfach. Mit Verbrennen oder so, das ist ja dann schon Delikte. Das wollen wir nicht so. Man kann es natürlich auch zupicken, das ist auch echt Tape hier. Paintball geht auf Entfernungen, diese Softguns da. Also was Fantasie, noch? Ja. Fantasie, keine Grenzen. Keine Grenzen gesetzt. Was noch auf Entfernung geht, sind Laserpointer. Laserpointer haben halt die nette Eigenschaft, dass sie ein sehr fokussiertes Licht abgeben. Ich meine, okay, in der Atmosphäre wird es etwas gestreut und die billigen Laserpointer haben natürlich auch eine nicht ganz so tolle Optik, aber das macht alles nichts. Wir haben hier, also der Erste, der es veröffentlicht hat, war der Michael Neymark, so im Oktober 2002. Wir haben da seine Bilder gleich verwendet, die Url ist oben. Wir haben das natürlich selber auch ausprobiert. Das macht sich zwei Effekte zu nutzen. Einerseits die Streuung, Lens Flare, wie das gerne in der Fotografie genannt, in der Linse und Blooming, das ist das Übersteuern von Bildbereichen. Wenn ein Bildbereich massiv übersteuert wird, pflanzt sich das fort auf die benachbarten Bildbereiche und verdeckt so ganze Bereiche und kann ganze Bereiche vom Bild überbelichten. Ich erwarte jetzt nicht, also es werden noch ein paar Urls auftreten in den Folien, auch zum Schluss dann eine Zusammenfassung. Jetzt müssen Sie jetzt nicht alles mitschreiben, das wird dann hinterher, wird der Vortrag sowieso die Folien auf der Webseite stehen. Wenn man das aus einer weiteren Entfernung machen will, der Herr hier hat sich die Mühe gemacht, das eben aus 100 Meter Entfernung zu testen, das Bild sieht man da unten. Dann wird das Ziel natürlich schon etwas schwierig. Kann man sich natürlich zum Beispiel mit... behelfen. Wenn man das als Dauereinrichtung machen will, kann man sich noch das Ganze auf ein Stativ drauf montieren oder so etwas. Sehr praktisch und sehr billig eigentlich. Also so Laserpointer gibt es ja immer wieder im Ausverkauf um ganz, ganz wenig Geld. Das Ganze funktioniert relativ gut, sagen wir mal so. Es gibt ein bisschen was. Einen kleinen Kritikpunkt, aber der ist auch umgehbar. Das Problem ist, es wird natürlich hauptsächlich der Rotkanal, wenn ich jetzt so einen roten Laserpointer habe, hauptsächlich der Rotkanal in Mitleidenschaft gezogen. Hier sehen wir rechts, ganz rechts ist ein Bild, das wurde aus den Grün- und Blaukanälen rekonstruiert und dann händisch noch ein bisschen Kontrast verstärkt. Aber man kann sich ja überlegen, es gibt ja auch grüne Laserpointer, also so schwierig wird das nicht sein, wenn man dann... Man kann es auch ohne Laserpointer machen, fällt mir gerade auf, ein 2000 Watt Scheinwerfer macht es auch. ist halt nicht so gerichtet. Und wir haben uns überlegt, ja, Laserpoint ist natürlich auch wieder sehr auffällig, außerdem sehr gerichtet. Was könnte man machen? Irgendetwas, das mich vielleicht irgendwie
vor Überwachungskameras schützt oder sie blendet oder irgendetwas mehr macht, das halt nicht so fragil ist wie das genaue Zielen mit dem Laserpointer. Und es ist jetzt so, dass viele Kameras oder sagen wir so, die CCD-Technologie und noch viel mehr die CMOS-Technologie ist über ein breites Spektrum lichtempfindlich. Und dann werden Filter davor getan, um das, zum Beispiel die Farbwiedergabe hinzubekommen. Das spart man sich aber meistens bei, ja, und dann wird noch ein Infrarotfilter drauf getan, der, damit bei Sonnenlicht das nicht alles irgendwie die Farben verändert werden. Das spart man sich aber oft bei Überwachungskameras, weil man ja möchte, dass die im Dunkeln auch noch etwas mehr sehen als andere Kameras. Auch bei Videokameras, Sony Nightshot funktioniert in ja, dieser Technik? Ja, bei der Sony Nightshot, da haben sie, lange wurde damit gekämpft, bei der Sony Nightshot hat man dann, ist man den umgekehrten Weg gegangen, hat man gesagt, ja, ist ein Feature, it's ist ein Bug, ist ein Feature. Man kann diesen Filter ein- und ausschalten. Trotzdem sind viele Kameras immer noch im Infrarotbereich empfindlich. Also es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo mit sehr viel Aufwand der Infrarotbereich wirklich komplett rausgekillt wird. Also eine Kamera, die man da positiv erwähnen kann, sind die besseren Access-Kameras zum Beispiel. Viele andere sind aber irrsinnig empfindlich. Also ich habe hier eingezeichnet, dieser blaue Balken, das ist der Bereich, in dem man üblicherweise Power-Infrarot-Dioden findet, wie sie zum Beispiel für IRDA oder für Fernbedienungen verwendet werden. Ich habe da noch eine Gegenüberstellung. Der Farbwiedergabe links sieht man die Frequenzempfindlichkeit eines menschlichen Auges. Rechts sieht man das einer Kamera, in dem Fall ist das irgendeine Sony-Kamera. Man sieht halt, nach rechts geht es halt irrsinnig viel weiter. So der Infrarotbereich, der Nahinfrarotbereich, wo man die Leuchtdioden bekommt, ist so etwa 850 bis 950 Nanometer Wellenlänge. Und jetzt haben wir damit ein bisschen rumgetestet und eigentlich wollten wir schon etwas mehr präsentieren, aber ich habe jetzt ein bisschen Equipment, es ist halt immer schwierig mit dem Equipment im Flieger und so weiter. Man könnte sich eine Kappe machen, die massiv Infrarot ausstrahlt. Das ist unsichtbar für alle Beteiligten um mich herum. Schaut das nicht so aus wie eine Disco dann? Also. Aber für die Kameras kann es unter Umständen zu diesem typischen Gegenlichteffekt führen. Also hier haben wir jetzt, das sind jetzt Tests mit nur einer einzigen Power-LED. Wir haben jetzt, wollten eigentlich schon präsentieren, hoffentlich kommen wir im Laufe des Kongresses noch dazu, das fertig zu bauen, eine Kappe. Ich habe mir besorgt 50 Power-Infrarot-Dioden. Wir haben außerdem Erfahrung gemacht, dass gepulstes Infrarotlicht oft auch dann zu sehr seltsamen Blumeneffekten führt, die sich dann fortpflanzen. Man sieht das im rechten Bild, dass dann so Strahlen weggehen. Es ist noch ein bisschen mit dem Flieger und so. Ich habe mir jetzt extra so einen Mikrocontroller besorgt, ist jetzt etwas größer, das werden wir dann zur Ansteuerung verwenden. Ich hoffe, also wenn wir nicht während des Kongresses dazu kommen oder wenn irgendwas fehlt, dann werden wir das hinterher präsentieren. Dazu gleich eine Frage, hat jemand ein Programmiergerät für einen Microchip 16F877? Aber wir werden da sicher noch irgendwas drauf kommen, noch 15 Minuten. Wer? Ja, Blinkenlights. Blinkenlights, ja, genau, das werde ich dann mal runterschauen, genau. Ja. Ja, also es ist nicht, es ist ein bisschen weniger beeinträchtigt. Beim Infrarot, interessanterweise hat sich bei Tests erwiesen, die scheinen manchmal in der Kamera eher bläulich zu wirken. Das hat aber wahrscheinlich damit zu tun, dass die Kameras hinterher shiften, intern umrechnen, weil wir gesehen haben, die Farb Aufnahme und die Farbe durch das menschliche Auge anders ist als das einer Kamera
Und weil man zum Beispiel viel mehr, also man hat, da gibt es irgendwie so, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber es gibt zum Beispiel weniger Rotpunkte und dafür mehr Blau- und Grünpunkte, die aufgenommen werden in der Kamera und die dann halt zusammengemischt und zusammengerechnet werden hinterher. Und das könnte natürlich sein, dass dieser Blooming-Effekt, der dann auftritt und diese Übersteuerung, dass die sich natürlich dann auf diese benachbarten Blau- und Grünbereiche stärker auswirkt. Wir werden dem natürlich nachgehen. Also das ist, wie gesagt, noch ein bisschen in Entwicklung. Aber so eine Privacy Cap wäre natürlich ganz nett. Wir wissen noch nicht genau, welche Leistung wir jetzt dann brauchen werden. Das wird sich jetzt alles noch herausstellen. Aber selbst wenn das dann nicht zuverlässig funktioniert, ich meine, da in Tests, ich war etwas näher an der Kamera, aber mal sehen, wie das aus der Entfernung funktioniert. Man kann immer noch so Leuchtschriften machen, die dann nur in der Kamera sichtbar sind und nicht für die Menschen rumherum. Auf dem Rucksack hinten drauf oder auf dem Aktenkoffer oder so. Ja. Die Reichweite von Laserpointern, da war dieses eine Beispiel mit 100 Metern, wobei wir das nicht selbst probiert haben, sondern von der Webseite hinuntergenommen haben. Das ist ein Lichtchen, also das wird je nachdem, wie es stark überleuchtet, Kontrast, wir werden es ausprobieren, wir werden es hier noch ausprobieren. Also es ist ja nicht so fokussiert wie ein Laserpointer, das muss man schon dazu sagen, ich kann die Leistung nicht so runterdrücken. Das ist auch, wenn ich in der Stadt herumgehe, können die Kameras ja auch unter verschiedenen Winkeln sein, das ist geschickter. Anderes Projekt wäre SMD, Infrarot-LEDs auf Sonnenbrillen oder auf Brillenrändern drauf, aber dann hat man gleich wieder die Sonnenbrillen dabei. Also muss ich überlegen, also irgendwie ist das schon noch entwicklungsbedürftig. So. Laserverfahren, was ist denn, wenn ich Laser in den drei Grundfarben nehme? Dann haben wir weißes Licht. Was passiert, wenn ich Laser in den drei Grundfarben nehme, habe ich weißes Licht, dann kann ich gleich auch mit Taschenlampen am Kopf spazieren. Naja, aber es ist nicht so gebündelt. Ja? Natürlich, also wir müssen schauen, wie viele Laser, blaue Laser sind, glaube ich, am teuersten, aber grüne Laser sind noch relativ leicht aufzutreiben. Also müssen wir schauen, ob dann der grüne Laser den blauen Bereich auch genügend überstrahlt. Ja. So, Wir kamen nachher noch eine Fragensession, gerne hinten nach. Wir haben noch zwei Punkte, die wir gerne erzählen würden, weil sonst kommen wir nicht drüber. Deine Geschichte. Meine Geschichte, ah ja, genau. Deine Geschichte. Ein anderes Projekt, das schon länger läuft und das wir eigentlich bisher eher so als Kunstprojekt gesehen haben und ausgestellt haben im Museumsquartier in Wien und im Künstlerhaus und so, das aber an Aktualität irrsinnig gewonnen hat, ist die anonyme Videoüberwachung, also das ist in Realtime wird der Besucher aufgenommen und ihm wird halt ein Balken über die Augen platziert. Das war in dem Fall, also hier sieht man das, wir hatten das in verschiedenen Versionen laufen, in dem Fall ist das zum Beispiel so ein Zeitungsausschnitt, in dem dann gefragt wird, Täter ausgeforscht. Hier sieht sich dann also quasi der Besucher selbst als gesuchter Täter. Wir hatten das Ganze dann auch mit dem Innenminister in Lebensgröße oder ich glaube mit dem alten Innenminister in Überlebensgröße, so groß ist auch nicht. Und wir werden dieses Projekt das erste Mal auch jetzt auf so einer Veranstaltung wie dem Kongress hier zeigen, also im ersten Stock. Ich weiß nicht, ob wir schon mit dem Aufbauarbeiten weit genug sind, aber vielleicht heute Abend werden wir dann im ersten Stock das auch herzeigen. Ist ein nettes Ding und was ich die Erfahrung gemacht habe von den Besuchern im Museumsquartier zum Beispiel, es regt zum Spielen mit diesen Videoüberwachungs- und biometrischen Systemen an. Also wir haben dann Leute davor, die sich irgendwie das linke Auge zudecken oder irgendwie den Kopf drehen, um zu sehen, wie können sie die Maschine überlisten. Ich glaube, damit haben wir schon sehr viel erreicht, weil damit beschäftigen sich die Leute damit. Kurz zum Abschluss, Quintessenz ist in Wien im Museumsquartier, das ist ein Komplex, wo mehrere Museen sind. Die haben uns im Sommer dieses Jahres Überwachungskameras vor die Nase gepflanzt. Insgesamt, weiß nicht, 20 Stück, so in die Richtung. Wir haben die 28 Stück, ja, ungefragt. Wir haben sich dagegen insofern als Mieter dort
nicht wehren können, wir hätten ausziehen können, klarerweise. Wir haben, aber was wir gemacht haben, wir haben es erstens einmal auf der Webseite dokumentiert, zweitens einmal haben wir Warnschilder ausgehängt, die sehr geschwind wieder von der Hausverwaltung entfernt wurden. Ja, aber dennoch, warum haben wir das gemacht? Es ist nämlich, wir haben seit drei Jahren... deswegen, weil wir im Hof einen anonymen Q-Spot, also einen anonymen Access Point betreiben, für jedermann offen, komplett anonym, kein Login, keine Restrictions, und wir der Meinung waren, und das auch vom Museumsquartier, also sprich von dem Vermieter, von der Gemeinde Wien bzw. Republik Österreich, als positives Input gesehen wird, und wir haben auch einen anonymen Access Point und gleichzeitig setzen uns die 28 Kameras vor die Nase, waren wir nicht sehr glücklich drüber. Vielleicht noch ganz zum Abschluss, bevor wir zu den Fragen kommen, wir haben noch 3-4 Minuten haben wir noch. Was gibt es noch aller Fun mit Kameras? Erstens einmal will ich da auf eine gewisse Michelle Terran hinweisen, eine Kanadierin, die dieses Jahr bei der Ars Electronica in Linz ein Projekt vorgestellt hat, wo sie mit einem Handkarren mit Autobatterien, Fernsehapparat und Babyfonempfänger durch die Linzer Altstadt gezogen ist und dort private Überwachungskameras oder Videokameras, Aufzugskameras, die weile sind, gezeigt hat, dem mitgehenden Publikum als Kunstaktion. Das hat sie, was ich gelesen habe, auch schon in Berlin und in Paris gemacht. Es gibt eine Webseite hinter dem Anhang dazu. Bringt mich genauso noch auf ein Thema, Videovoyeurismus ist ein Problem. Man kann das natürlich auch dann so betreiben, dass man sich anschaut, was andere Leute auf Babyphones oder privaten Schlafzimmern dann tun. Ist nicht unser Café, das jetzt zu propagieren, wenn wir sagen, wie macht man das, um jetzt da jetzt spechteln zu gehen oder stalken zu gehen. Es ist vielleicht auch eine Geschichte der jetzigen Zeit, wo wir also immer wieder mit unserem eigenen Bild in Aufzeichnung konfrontiert sind. Vielleicht bringt diese Leute auch zum Nachdenken, dass er diese Kamera nicht bei ihrer Schlafzimmerwand oder Kinderzimmerwand endet. Es gibt auch Beispiele in den deutschen privaten Medien darüber, wo berichtet wurde, dass diese Kameras in Wartezimmern von Psychiatern etc. montiert waren und die Firma dann sehr überrascht waren, wie die Kamera, die aufgetaucht worden, das Bild hergezeigt hat. Ich sehe die Sache ein bisschen zweischneidig, um es abzuschließen. Man soll nicht da jetzt dahingehen und sagen, okay, wir beobachten jetzt und das ist ein lustiges Geschichtel, dass man sich das anschaut. Ganz zum Schluss noch, was kann man noch passieren, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt? In Zuge unserer Recherchen kommen wir zu einem Technikhändler, der erzählt uns prüfbar eine Geschichte, dass er bei der Installierung einer Satellitenempfangsanlage plötzlich konfrontiert war, dass er der österreichische Geheimdienst Russen überwacht hat und in Bild und Ton am Fernsehapparat dargestellt hat, versehentlich. Also auch so weit kann es gehen. Die verwenden auch das gleiche Equipment und es kann passieren, dass doch solche Sachen schief gehen. Das war damals aber eine legale, gerichtlich angeordnete großer Lauschangriff, der dann in den Privatzimmer übertragen wurde, versehentlich. Gut, Fragen? Ja, also das, die Links, das muss man sich jetzt nicht abschreiben, das kommt eh dann alles auf die Vortragsfolien kommen ins Netz. Die URL quintessenz.at/cctv werden wir dann hinterher heute noch einrichten. Ja, Fragen? Wir wiederholen die Fragen, wenn es nicht geschwinder geht mit dem... Hallo. Wenn man einen Laser auf ein CCD richtet, wie lange dauert es dann, bevor der kaputt ist? Also bei den Leistungen, was die normalen Laserpointer haben, so ein Milliwatt, können wir uns nicht vorstellen, dass da wirklich Schaden entsteht. MTF. Also die Erwärmung ist sehr klein in dem CCD-Chip. Ist aber auch auf einen Pixel nur. Naja, dann müsste man das auf einen Pixel fokussieren erst. Das macht man doch. Wir können uns ausprobieren. Monochrom Licht. Ja. Ja, aber ich glaube, diese Laserpointer, die normalerweise in Verwendung sind, haben viel zu wenig Energie dazu, auch wenn ich es auf einen Punkt transportiere. Weil wenn ich einen, die Leistung ist so gering, wenn ich auch einen Scheinwerfer hineinbringe, dass auch wohl nur eine Frequenz ist, dass die Leistung eines starken Scheinwerfers mehr ist als der Laserpoint auf einen Punkt.
Dankeschön. Also wir hatten das früher bei den Röhrenkameras, was ja irrsinnig kritisch, nicht die Sonne filmen, weil dann brennt die Röhre durch und so. Aber mit CCD-Kameras ist das alles kein Problem. Also Hallo? Ich glaube nicht, dass da irgendwas... Ja. Nächste Frage. Man sollte vielleicht einen 500 Watt Halogenstrahler und eine große Fresnel-Linse nehmen. Dann kriegt man eine kleine Menge davon bestimmt in das Objektiv rein. Ja, man ist dann halt auch nicht mehr so mobil. Oder gleich einen Beamer und noch eine Zusatzlinse, damit man es ein bisschen kleiner kriegt. Dann ist es schön fokussiert. Ja. Noch Fragen? Auch ohne Mikrofon, ich wiederhole sie gerne. Bitte, ja. Ja. Ja, der Herr sagt, wegen der Laserzieleinrichtung, die wir abgebildet haben, dass man nicht in Probleme mit dem deutschen Waffengesetz kommt. Gute Anmerkung, danke. Wir haben in Österreich nicht solche strengen Gesetze. Noch Fragen? Danke. Danke sehr.